Sie hören das Fazit vom Tag bei MDR Thüringen. An der Uni Erfurt haben Studenten ab jetzt Gelegenheit, eine fast völlig unbekannte Seite der Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu erforschen. Es geht um amerikanische Lager für deutsche Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. Sie wurden mit Beginn des Kriegseintritts der USA zu Tausenden in Lager, zum Beispiel in Texas, gebracht. Karin Schramm, die damals als Einjährige mit ihren Eltern inhaftiert wurde, sie hat alles gesammelt. Zeichnungen, Gedichte und Briefe ihrer Eltern. Und die hat sie nun dem Geschichtsverein Spuren überlassen, der von Bad Langensalza aus Hintergründe der zivilen Gefangenen erforschen will. MDR Thüringen-Reporter Thomas Kalusa berichtet. Es waren ganze Familien mit Kleinkindern, die sich plötzlich in über 60 Lagern in den USA wiederfanden. Sie hießen Crystal City oder Camp Dakota, hatten aber Theater, Kino, Kindergarten und Schwimmbecken. Nicht zu vergleichen mit den Gräuel der Vernichtungslager in Deutschland. Michael Louis Thrums, ein Historiker aus Iowa, lebt jetzt in Deutschland. Er ist Direktor des Geschichtsvereins in Bad Langensalza und sagt, dass es im Grunde illegal war, was die USA da machten. Es gab keine Prozesse. Die Leute wurden sogar nicht erzählt, was angeblich sie falsch gemacht haben. Sie haben gefragt, wieso sind wir hier? Die Hysterie nach Pearl Harbor im Dezember 1941 war groß in den USA. Man fürchtete Sabotage und Anschläge. Rund 15.000 Deutsche, die teils schon in den 20er Jahren in die USA ausgewandert waren, wurden plötzlich zu einem Risiko. Natürlich auch 140.000 Japaner. Völkerrechtlich war die Inhaftierung von Zivilisten aber ein Problem. Sie wurden auch benutzt, um gegen ihrerseits in Deutschland inhaftierte US-Zivilisten ausgetauscht zu werden. Ein paar Tausend wurden ausgetauscht gegen Amerikaner, die im Dritten Reich saßen. Geschäftsleute, Diplomaten, Journalisten. Sie waren Geisel im Prinzip. So wie der Vater von Herbert Scherer. Er wurde in Costa Rica festgenommen und nach Texas gebracht, um später ausgetauscht zu werden. Für Herbert Scherer, der auch ein Buch über die Familiengeschichte geschrieben hat, war es ein Glück, dass sein Vater deshalb nicht in den Krieg ziehen konnte. Er hatte beim Austausch nach Nazi-Deutschland schwören müssen, nicht zu kämpfen. Der kleine Herbert wäre sonst vielleicht nie geboren worden. Für ihn, das muss ich jetzt auch sagen als Nachkomme, war das einfach die beste Möglichkeit, die es überhaupt für ihn gab, dass er nämlich nicht am Krieg teilnehmen musste, was er eigentlich wollte. Spannende Geschichten, um Geschichte zu verstehen. Sie werden an der Uni Erfurt weiter erforscht und am Sitz des Vereins in Bad Langensalza ausgestellt. Mehr Fakten, mehr Hintergründe, mehr Thüringen. MDR Thüringen, das Radio.